Hallo und herzlich willkommen zu den Metro Gastro Impulsen, den Webinaren für Gastronomie-Profis. Wir wollen gemeinsam mit euch Gastronomie weiterdenken. Mein Name ist Karl Romboy und ich bin gelernter Koch und langjähriger selbstständiger Gastronom. Von Catering über Saisongeschäft bis hin zum Fine Dining habe ich so ziemlich jedes gastronomische Konzept in Leitungsfunktion begleitet. Aber das Ganze mache ich natürlich hier nicht alleine, sondern ich habe dazu einen Kollegen und Gastronomie-Profi mitgebracht, nämlich den Götz Brake. Hallo Götz, schön, dass du dabei bist. Danke, lieber Karl, dass ich hier sein darf. Ich habe ja meine Karriere auf der anderen Seite vom Pass begonnen. Das heißt, ich bin gelernter Restaurantfachmann und schaue auch auf eine bunte Karriere in der Hotellerie und Gastronomie zurück. Mit viel Selbstständigkeit, viel Angestellten, viel Geschäftsführung und eben seit ungefähr 15 Jahren in der Gastronomieberatung in ganz Deutschland unterwegs. Und seit letztem Jahr der Leiter des Gastronomie-Consulting hier bei der Metro Deutschland GmbH. Bevor wir heute in unser Webinar erfolgreich gründen starten, noch ein kleiner technischer Hinweis. Zum Ersten machen wir natürlich keine Steuer- und Rechtsberatung. Wir wollen hier nur Impulse geben, die euch auf den richtigen Weg leiten. Und für alle, die jetzt vor einer Gründung stehen und aber auch professionelle Hilfe haben wollen von unserem Gastro-Consultant Götz Brake oder einem aus seinem Team, wendet euch an euren Kundenmanager, sprecht ihn an, geht in die Metromärkte zum In-Store-Kundenmanager. Und dann schauen wir, dass wir einen Termin für euch organisiert bekommen, damit ihr erfolgreich gründen könnt. Genug der technischen Hinweise, starten wir doch endlich jetzt mal in unser Webinar, nämlich mit dem Thema, wie gründe ich erfolgreich eine Gastronomie? Und dazu hat uns der liebe Götz nämlich ein tolles Zitat mitgebracht, was nämlich heißt, viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolgs einige Stufen überspringen kann, aber nur beim Hinunterspringen. Lieber Götz, wie soll ich das denn jetzt verstehen? Naja, das heißt, ich kann Erfolg planen. Und wenn ich ihn nicht plane, dann klimme ich oder meine eben, ich springe die Leiter des Erfolges nach oben. Aber wenn ich ein oder zwei Stufen überspringe, können die mir das Genick brechen. Und deswegen nehmen wir euch heute mit auf diese Reise in eine erfolgreiche Existenzgründung im Gastgewerbe. Und ihr kennt ja sicherlich auch die Herausforderungen, die das Gastgewerbe so mit sich bringt. Also im Fernsehen, da sieht man das ja auch ganz oft, dass halt viele Glücksritter auf dem Weg sind, sich selbstständig zu machen, die dann bei Frank Rosin oder halt auch bei Christian Rach landen, die dann natürlich das irgendwie versuchen zu durchleuchten. Aber wir wollen ja eben, dass das erst gar nicht zustande kommt, dass man das überhaupt nötig hat. Das heißt, wir wollen natürlich die Leute direkt begleiten von Anfang an und diese vielfältigen Herausforderungen, wie kann man die so beziffern? Gibt es da irgendwie so eine Übersicht? Ja, absolut. Die werde ich auch gleich zeigen, Karl. Du hast das Stichwort Glücksritter genannt. Ja, ich glaube, es reicht heute nicht mehr, nur gut kochen zu können oder ein toller Barista zu sein und an die Kaffeekultur hochleben zu lassen. Sondern ich glaube, man muss auf beiden Beinen stehen. Das heißt also auch ein ganz gutes Augenmerk auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eines Betriebes legen. Denn wenn du dir mal die Herausforderungen im Gastgewerbe anschaust, ja, und wir gemeinsam, dann haben wir einen ganz starken industriellen Wettbewerb. Das heißt, ihr seht immer mehr Ketten, die auf den Markt kommen, Franchise-Ketten, die organisiert sind, die systemisch arbeiten. Und von denen kann man sehr viel lernen, gerade was den Bereich Betriebswirtschaft angeht. Wir haben natürlich mit steigenden Kosten zu tun, ja, wo früher Mieten, Wareneinsätze etc. noch überschaubar waren, steigt das jetzt an. Ihr kennt das Thema Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz und so weiter. Das heißt, da kommen Kosten auf uns zu, die wir einrechnen müssen. Dann gibt es natürlich rechtliche und behördliche Auflagen. Das heißt, in Deutschland ist vieles geregelt und da sollte man sich auskennen in diesem Dschungel, um entsprechend die Fettnäpfchen eben zu vermeiden. Wir haben aber auch ein verändertes Kundenverhalten. Das heißt, unsere Kunden heute sind viel informierter kalt. Das heißt, die wissen schon vorab, was es bei dir zu essen gibt. Die wissen, was die meistgekauften Gerichte sind. Die haben schon Fotos davon gesehen. Und die Kunden sind auch nicht mehr konfliktbereit. Das heißt, wenn es mal eine Beschwerde gibt, dann treten die mit den Füßen quasi auf und posten schlechte Dinge über euch in Social Media. Das sind alles Dinge, die wir heute berücksichtigen müssen. Dazu kommt natürlich, dass die Generation, die jetzt nachwächst, auch eine Work-Life-Balance haben möchte. Sie möchten nicht mehr 24 Stunden am Zapfhahn stehen und Gäste betreuen und das quasi die Gaststätte als ihr Wohnzimmer betrachten, sondern die möchten auch die Tür zumachen können, Familienleben genießen. Und auch das gilt es zu berücksichtigen. Denn
Unterm Strich führt es natürlich immer dazu, und das ist wichtig, dass Profitabilität im Vordergrund steht. Also noch vor Kundenzufriedenheit, ja, sollte man darüber nachdenken, womit verdiene ich denn eigentlich mein Geld? Und dann kann ich entsprechend handeln. Und dazu brauche ich Zeitmanagement, dazu brauche ich ein betriebswirtschaftliches Know-how und ich brauche leicht umsetzbare Hilfestellungen. Das ist sehr umfangreich, was den Gastronomen begegnet. Also ich meine, die meisten da draußen von euch werden es wissen, viele eben auch nicht. Also man redet ja viel miteinander. Und jetzt geht es natürlich auch darum, dass wir euch draußen helfen wollen. Deswegen haben wir diese ganzen Herausforderungen, wie ich die meistern kann, mal in 10 Tipps zusammengefasst. So, und Götz, ne, jetzt haben wir hier einmal die 10 Tipps, dass man halt von runter, die wollen wir jetzt nicht einzeln erstmal aufzählen, sondern wir gehen natürlich jetzt mal da rein, dass wir direkt starten. Das heißt, wir fangen vorne an. Ich habe jetzt vor, ein Restaurant zu gründen. Guter Start schon mal, Karl, weil das ist doch das Geilste überhaupt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber diese Motivation zu haben und zu sagen, ich will das machen. Ja? Man hört viel über unsere Branche. Ich sage, es ist die schönste Branche der Welt und der Karl wird mir zustimmen. Wir haben es mit Menschen zu tun. Wir können Menschen begeistern. Wir schaffen Erlebnisse in dieser Branche und deswegen ist diese Branche eine tolle Branche und man kann auch Geld verdienen in dieser Branche. Aber man sollte die Leiter des Erfolges dann auch Schritt für Schritt gehen. Da hast du absolut recht. Fangen wir vorne an. Wie starte ich meinen Weg in eine erfolgreiche Gründung? Da sage ich dir ganz klar, Karl, fang von Anfang an mit Hilfe an deiner Seite an. Hol dir von Anfang an einen Berater dazu, der dich unterstützen kann, mit dem du auf Augenhöhe diskutieren kannst und mit dem du deinen idealen Standort findest, mit dem du dein ideales Konzept entwickelst, weil dann hast du einen Sparringpartner auf gleicher Ebene und der kann mit dir eben versuchen, die Fettnäpfchen zu vermeiden, in die man treten kann. Solche Berater findet man. Es gibt professionelle Fachverbände für Berater. Es gibt auch welche für die Gastronomie, zum Beispiel den FCSI. Aber ihr findet es auch im Bund der Unternehmensberater etc. Bei der IHK gibt es gute Beispiele dafür. Und das Schönste ist, diese Beratung wird gefördert. Also es gibt spezielle Programme, gerade für Existenzgründer und Existenzgründerinnen, gerade für die Frauen, auch besonderes aufgelegte Programme, die ihr auf der Seite bafa.de auch findet. Und dort gibt es eben auch eine Beraterdatenbank, die ihr nutzen könnt. Und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr beteiligt sich mit 50% an dem Tagessatz. Wichtig ist, diese Beratung vorher die Förderung beantragen, bevor ihr startet. Das ist ganz wichtig. Das ist aber bei allen Fördermitteln so. Man muss immer vorher den Antrag stellen. Erst wenn es bewilligt ist, darf man anfangen. Das wäre schon das erste Fettnäpfchen, in das man stolpert, ne, dass man sich jemanden holt und dann erst hinterher feststellt, Mensch, hätte ich mir auch fördern lassen können. Also das empfehle ich euch an der Stelle absolut. Und die Länder, die einzelnen Länder, wir leben ja im Föderalismus, bieten eben auch auf Landesebene unterschiedliche Möglichkeiten an und bieten euch dort auch Förderungen an. Also schaut euch, macht euch mal sachkundig. Warum sollte ich jetzt auf zum Beispiel diese Liste der BAFA zurückgreifen, wenn ich mir einen Berater suche? Also ich meine, ich sage mal, ich kann doch jetzt auch zu meinem Kollegen gehen, der ist ja auch Gastronom, der ist sehr erfahren, der hat vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wieso hole ich mir nicht nur da Hilfe? Warum sollte ich auch so einen professionellen Berater zu Rate ziehen? Und warum sollte ich auch auf diese Liste zugreifen im Zweifel? Okay, weil diese Berater natürlich zertifiziert sind. Die sind geprüft, ja, durch eine prüfende Stelle. Dort bekommt ihr eine Qualität, weil die Berufsbezeichnung Berater ist nicht geschützt. Ja? Also jeder darf sich ja Berater nennen heutzutage. Und dort habt ihr eben die Qualität, dass die Menschen, die dort gelistet sind, auch schon Beratung gemacht haben. Die anderen haben anderen Leuten zum Erfolg geführt. Und deswegen könnt ihr da sicher sein, die richtigen zu finden. Was natürlich nicht heißt, dass ihr euch nicht bei euren Kollegen und Freunden informiert. Natürlich sind das wertvolle Inputs, die man bekommt von Kollegen aus der Branche, die ganz aktiv lange Jahre dabei sind. Es macht aber auch immer noch mal Sinn, sich einen anderen Blickwinkel da reinzuholen, um zu sagen, wie kann ich das denn genauer beleuchten, damit ich eben optimal informiert bin und nicht nur aus einer einseitigen Perspektive. Deswegen auch noch mal der Hinweis, es gibt die Möglichkeiten, man kann es nutzen. Es ist natürlich keine Pflicht und keine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Gründung. Aber jetzt, selbst wenn ich mir jetzt die professionelle Hilfe gesucht habe und das alles mal so ein bisschen durchdekliniert habe, da bin ich doch noch relativ weit weg
von einer erfolgreichen Gründung. Was bildet denn eigentlich mal, also ich muss erstmal ein Fundament legen, weil ich baue ja nicht ein Haus auf Sand. Und so ist es. Was ist das Fundament für den Erfolg? Also ein Teil vom Beton ist aber Sand. Also den sollte man auch schon dabei haben, aber wenn man ihn gut anrührt und im richtigen Mischungsverhältnis, und darauf kommt es an. Das heißt, betriebswirtschaftliche Kennzahlen solltet ihr parat haben. Ihr solltet wissen, was ist ein Wareneinsatz. Ihr solltet wissen, wie hoch dürfen Personalkosten sein. Ich muss wissen, wie viel darf im Verhältnis meine Pacht sein. Ja? Und dann kann ich mit einer solchen Planung mal hochrechnen, wie viel Umsatz brauche ich denn eigentlich, um mein gewünschtes Ziel zu erreichen, was da unten am Ende des Tages übrig bleiben soll. Also Umsatz, Kosten, Gewinn, Liquidität. Das hört sich jetzt so an, aber es hat genau das, was es aussagt. Das ist das Geld, was euch durch die Finger rinnt. Das ist die Liquidität. Und die Liquidität, die braucht ihr, um tagtäglich euren Betrieb am Laufen zu halten. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, in die Zukunft hinaus, wann wird es eng. Ja? Und dann kann ich mit Banken darüber sprechen, ob sie mich unterstützen, ob sie meinen Kreditrahmen ausweiten und das ist wichtig. Banken unterliegen einer strengen Regelung, das ist die Basel III-Regel. Und das heißt, die dürfen nur so viel Kredite vergeben, wie sie Eigenkapital haben. Deswegen gucken die sich natürlich genau an, an wen gebe ich meinen Kredit, damit ich ihn auch auf jeden Fall wiederbekomme. Denn das ist das Bankengeschäft. Die Banken verdienen ja Geld am Verleihen von Geld, ja, aber natürlich wollen sie es wiederbekommen irgendwann. Und dafür ist Bonität das Thema. Das heißt, Bonität heißt, wie gut seid ihr in der Lage und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Kredit zurückführen könnt. Und da muss ich euch leider sagen, ist unsere Branche nicht ganz so toll angesehen bei den Banken. Und deswegen, je besser ihr diese Zahlen hier parat habt, je besser ihr euch darauf vorbereitet, je durchgängiger und besser euer Ergebnis hinterher sich nachvollziehen lässt, desto eher werdet ihr auch einen Kredit bei der Bank bekommen. Wir können euch dabei unterstützen. Wir haben Tools entwickelt, die genau das können. Ihr könnt mit dem LiquiKit-Tool eine Jahresplanung machen und dort eure Kostenpositionen eintragen. Und es kommt unten genau raus, wie sieht meine Liquidität aus. Und das MenuKit, das ist das zweite Tool, was hier steht, das hilft euch hinterher in der Kalkulation. Das heißt Rezepturen anlegen und so weiter. Auch zum Thema Kalkulation, schön, dass du das gerade erwähnst. Dazu gibt es auch ein Webinar, auch auf der Seite www.metro.de/gastroimpulse zum Thema Kalkulation. Also alle Informationen darüber gibt es auch nochmal an anderer Stelle. Auf unserer Webseite findet ihr das Webinar, was wir in der Vergangenheit schon mal dazu erstellt haben. Nur so als kleinen Hinweis noch nebenher. Aber jetzt, wie finde ich denn jetzt auch irgendwie mein Publikum? Weil das ist ja, ich kann ja jetzt alle Zahlen wissen. Ich kann jetzt eine Beratung gemacht haben. Also ich habe meine Zahlen alle parat. Wenn ich jetzt aber keinen Gast habe, den ich damit anspreche, wie finde ich den? Wie bestimme ich das? Ja, also, super spannendes Thema. Und warum nehmen wir das hier nach vorne? Ich muss ja erstmal wissen, für wen mache ich das eigentlich? Es gab und gibt auch heute noch zu viele Menschen, die eine Gastronomie gründen für sich selbst. Also sie sagen, ach, das wollte ich schon immer mal machen. Das funktioniert aber nicht, sondern ich muss mir vorher schon überlegen, wer kauft denn hinterher mein Produkt? Weil ich kann das schönste Produkt haben der Welt, wenn es keiner kauft, werde ich Schiffbruch erleiden mit meinem Business, mit meinem Geschäft. Und deswegen muss ich mir anschauen, wen habe ich denn als Zielkunden? Ist der kaufkräftig genug? Ist das Umfeld stabil genug, dass der mir auch dauerhaft erhalten bleibt? So, und da beobachte ich natürlich auch meinen Markt. Ich gucke mir Trends an. Ja? Also was ist im Moment en vogue? Ganz klar zurzeit, Karl, du wirst mir das sicherlich bestätigen, vegan, vegetarisch, ja, ist ein ganz großer Trend, dieses Bio-Thema. Ich glaube nicht, dass das ein Trend ist. Ich glaube, dass das, also für meine Person bin ich mir sicher, dass das eine langfristige Implementierung in jedes Konzept benötigt, aber dazu kommen wir auch an anderer Stelle. Wunderbar, also es ist sogar ein Megatrend. Das heißt, es verändert sich die Gesellschaft und die Gesellschaft nimmt diesen Trend jetzt in den Mittelpunkt. Und das muss ich berücksichtigen, da muss ich überlegen, ist das, was ich anbieten will, überhaupt noch zeitgemäß? Und dann schaue ich mir natürlich an, welcher Mitbewerber besetzt das schon, dieses Thema, und gucke dann in meinem Umfeld, wen habe ich denn da? Und jetzt siehst du hier ganz viele schöne, bunte Bubbles. Ja? Und da geht es
im Prinzip darum, die Sinus Milieus, das heißt, aus welchem gesellschaftlichen Umfeld unsere Zielkunden stammen. Und das wird abgebildet anhand ihrer sozialen Lage, das heißt also Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht und ihrer Grundorientierung, das heißt der Werte, in denen sie verhaftet sind. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das heißt, wir haben die Traditionellen hier unten eher in der Grundorientierung traditionell und eher in der Mittelschicht verankert. Ja? Und du hast hier hinten zum Beispiel die Performer, ja, die sind immer auf der Suche nach Erneuerungen, sind pragmatisch, sind Beschleuniger, ja, und sind eher in der Oberschicht angesiedelt. So, wenn man das jetzt mit Automarken vergleichen würde, dann könnte man sagen, hier unten fährt jemand ein Opel, ja, und da oben fährt eben jemand ein Porsche, zum Beispiel. Ja, und da muss ich gucken, in meinem Umfeld, was ich mir aussuche später, wen will ich denn da eigentlich abholen, ja, und gibt es die an dem Standort, den wir uns hinterher anschauen wollen? Jetzt ist natürlich für mich auch, und ich bin mir ziemlich sicher für euch da draußen, Gastronomie bedeutet mehr als nur Zahlen, als irgendwie Konzept und sowas. Für mich ist Gastronomie was ganz Wichtiges, nämlich Emotion. Also davon lebt doch die Gastronomie, für diese Liebe dazu auch Gastgeber zu sein. Das ist also, wie positioniere ich mich denn richtig? Ja, also ohne Leidenschaft geht es natürlich nicht, Karl, das ist klar. Also wenn ich die Liebe dazu nicht mitbringe, dann funktioniert es nicht. Die setze ich aber grundsätzlich voraus. Also diese Leidenschaft, mit Menschen zu tun zu haben, Menschen ein besonderes Erlebnis zu erreichen, das ist das, was ich möchte. Und deswegen muss ich gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse meiner Zielkunden? Also was ist für die ein Erlebnis und bin ich bereit, das zu machen? Und dann kann ich mir ausdenken, womit hebe ich mich denn eigentlich von meinem Ziel, von meinen Mitbewerbern ab? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wo bin ich besonders gut? Was ist zum Beispiel mein Signature Dish? Also was ist mein Aushängeschild? Ich nenne es einfach mal so. Wo kann ich den Gästen wirklich zeigen, dass dafür stehe ich? Das ist meine Qualität, das ist mein Produkt. So ein Produkt, ein Gericht solltet ihr auf jeder Karte haben, das wirklich nach außen zeigt dem Gast, dafür musst du hierher kommen. Und dann schaue ich mir natürlich an, wie breit und wie tief ist meine Karte. Das heißt, mache ich den klassischen Aufbau, Suppen, Salate, Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts und habe überall 30 bis 40 Produkte stehen, dann fliege ich aus der Kurve. Das heißt, ich muss mich spezialisieren, ich muss gucken, dass ich das, wofür ich mich entschieden habe, wo ich Spezialist sein möchte, da muss ich in die Tiefe gehen. Also kann ich hier ein Lied von singen? Also ich selber hatte halt dieses Signature Dish. Das muss ja nicht immer nur ein Gericht sein, das können auch zwei oder drei sein. Aber das ist halt eben so dieser, auch dieser Ankerpunkt, wofür die Gäste dann zu einem kommen. Und das waren bei mir, gab es diese zwei, drei Gerichte, wo die Leute gesagt haben, wenn ich mal nichts auf der Speisekarte finde, das sind die Dinge, die sind immer gut und deswegen komme ich dahin. So, aber jetzt ist natürlich auch das Thema, also wir kennen jetzt unsere Zahlen, wir haben uns positioniert, wir wissen, welche Kunden wir ansprechen wollen. Jetzt ist Gastronomie aber auch neben diesen ganzen Emotionen, die brauchen einen Ort. Oh, ja. Also ein Ort der Begegnung, wo ich zusammenkomme. Und jetzt eine ganz spannende Frage, wie finde ich diesen Ort eigentlich? Worauf muss ich dabei achten? Also Karl, Lage, Lage und nochmal Lage, das sind die entscheidenden Themen, um den richtigen Standort zu finden. Das heißt, wir haben wieder die Bedürfnisse unserer Zielkunden zu berücksichtigen. Wir müssen überlegen, sind die überhaupt dort an diesem Standort vorhanden? Kommen sie dort schnell hin? Ja? Gibt es genügend Laufkundschaft? Gibt es genügend Parkplätze? Und dann gucke ich natürlich, wie viele Wettbewerber gibt es an dem Standort schon, die auch ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen? Und natürlich, wie ist meine Nachbarschaft? Denn ihr könnt euch vorstellen, so ein schöner lauer Sommerabend, die Terrasse ist voll und ihr müsst um 10 Uhr die Leute alle reinschicken oder nach Hause schicken. Das lassen die Gäste nicht so oft mit sich machen. Und eure Nachbarn wollt ihr natürlich auch nicht vergraulen. Deswegen muss man genau gucken, wo bin ich hier, wen könnte ich stören und muss mir dieses Umfeld sehr genau anschauen. Und dann natürlich auch, wird eine neue Straße gebaut? Gibt es ein Bauviertel, was irgendwelche Geräusche bringen könnte, was vielleicht auch den Verkehrsfluss anders leiten wird in Zukunft? Das sollte man sich wirklich intensiv anschauen. Und da geben eben auch die Profis aus der Beraterbranche gute Tipps. Ja, also auch ich kann auch da wieder aus Erfahrungen vieler Kollegen sprechen, die schon mal den Ärger mit den Nachbarn hatten. Also das ist ein Faktor, der darf nicht unterschätzt werden. In einem gesunden Umfeld zu sein, was nicht nur finanziell, sondern auch von der Harmonie bestimmt ist,
ist ein Faktor, der ist nicht außer Acht zu lassen, ganz klar. So, aber jetzt habe ich, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe genau diesen harmonischen Ort, wo ich viel Laufkundschaft habe, gute Parkplatzmöglichkeiten, eine tolle Außenterrasse und so weiter und so weiter. Also die Liste ist endlos lang von den Wunschlisten, wie meine richtige Location eigentlich aussieht. Aber wenn man sagt Location, hat es eben nicht nur was mit dem Ort zu tun, sondern ich brauche natürlich auch einen Raum, weil es gibt nicht nur laue Sommernächte, wo es draußen ist. Ich brauche einen Platz für meine Küche, ich brauche einen Platz für meine Getränke, ich brauche ein Ladenlokal. Ohne das geht doch gar nichts. Ja. Was sind da die wichtigsten Faktoren, auf die ich achte, wenn ich auf die Reise gehe? Also Karl, das ist wie in einer guten Ehe. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Also da muss man wirklich hinschauen und gucken, bevor man die Entscheidung trifft. Und die Entscheidung heißt, wie viele Plätze brauche ich eigentlich für das Konzept, was ich mir hinterher ausdenke. Ja? Wie hoch darf denn die Pacht sein? Ja? Wie viel habe ich denn vorher ausgerechnet in meinem Liquiditätsplan, wie viel Miete ich bezahlen möchte? Ja? Dann müssen wir natürlich gucken, es gibt Umnutzungen. Das heißt, wenn ihr in ein Ladenlokal geht, wo vorher zum Beispiel ein Textilhändler drin war, dann könnt ihr nicht einfach mal eben dort eine Gastronomie einrichten. Denn eine Gastronomie braucht Ablüftanlagen, die braucht einen Fettabscheider und so weiter und so fort. Da sind also riesen Einbauten und die Nutzung kann euch auch untersagt werden. Welche Einbauten können vorgenommen werden? Gibt es überhaupt Renovierungsbedarf? Wie ist der geregelt? Auch das steht in so einem Pachtvertrag, denn dort ist genau geregelt, welche Pflichten hat der Pächter und der Verpächter. Und wie lange läuft der Pachtvertrag, ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Denn stellt euch vor, ihr investiert. Ja? Ihr geht jetzt rein, macht eine Renovierung, macht den Laden so richtig schick, dass er genauso ist, wie ihr ihn haben wollt. Aber der Pachtvertrag dauert nur ein Jahr oder zwei und der Verpächter kündigt euch wieder. Das heißt, die Investitionen sind futsch, es sei denn, es ist dort geregelt. Also deswegen überlegt euch die Laufzeit eines Pachtvertrages. Wollt ihr erstmal ausprobieren, dann macht ihn relativ kurz. Oder seid ihr euch 100% sicher, dann macht ihn relativ lang mit einer Option auf Verlängerung. Denn ihr wollt erfolgreich sein und wenn ihr erfolgreich seid, kann ich euch sagen, werden andere gucken und wollen euren Standort haben und dann seid besser darauf gewappnet, dass ihr den nochmal verlängern dürft. Ja, das ist, also du hast natürlich jetzt auch viele Themen, wie gesagt, auch gerade mit der Langfristigkeit. Also da wird, das wird jeder von euch draußen unterschreiben, Gastronomie ist kein Sprint, Gastronomie ist ein Marathon. Da auch erfolgreich zu sein, ist ein langer Weg, aber es gibt viele tolle Beispiele draußen von erfolgreichen Gründern, von Leuten, die sich ihr Lebenstraum erfüllt haben und sehr erfolgreich und glücklich das machen. So, aber du hast halt auch schon viele Kehrseiten auch eben mal angesprochen, wie zum Beispiel die Nutzungsänderung, wenn ich in ein neues Ladenlokal reingehe, auch die Lüftungsanlage. Wir sind ja jetzt in Deutschland und das ist ja auch bekannterweise das Land der Regeln und Gesetze. Also was ist hier in Deutschland nicht geregelt? Also ich kann mich an wenig Dinge, fallen mir jetzt spontan ein, die nicht geregelt sind. Worauf muss ich bei der Gründung achten? Welche Herausforderungen sind denn da ganz entscheidend? Ja, Karl, also auch da gilt das, was am Anfang war, die Leiter Schritt für Schritt gehen. Und ich kann euch wirklich empfehlen an der Stelle, wenn ihr den richtigen Standort gefunden habt, die richtige Immobilie gefunden habt, dann sucht das Gespräch mit den Behörden, also aktiv, ihr geht auf die zu. Das sind nicht eure Feinde, die wollen mit euch erfolgreich, die wollen, dass ihr erfolgreich werdet an dem Standort und die wollen euch dabei begleiten. Was sie aber nicht möchten, ist, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ja? Und dann ist das Geschrei groß hinterher, dann die Kuh wieder vom Eis zu bekommen. Deswegen sucht das Gespräch von Anfang an. Und hier geht es um Konzessionen, es geht eben um bauliche Veränderungen, die kann man vorab besprechen. Ja, da macht man eine Begehung gemeinsam mit den Leuten und weiß genau, okay, jetzt muss ich da noch ein Handwaschbecken hinstellen und hier noch eine Lüftung einbauen und da noch ein Fenster. Dann funktioniert das. Denn davon hängt auch ab, ob ihr hinterher die Konzession bekommt. Ja, also auch da, die muss ich beantragen, die kostet auch Geld und die baut eben auch auf diesem Standort auf, an dem ihr jetzt gegründet habt. Ich muss den Brandschutz beachten. Logischerweise, ihr habt eine Verantwortung für eure Gäste. Ja? Ich muss den Jugendschutz beachten. Auch das ist etwas. Ich habe Mindestlohngesetz, ich habe das Arbeitszeitgesetz. Es gibt also viele Dinge, in die ich mich vorher einlesen sollte, bevor ich dann hinterher einen Fehler an der Stelle mache. Und das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Auch wann melde ich mein Gewerbe an, spielt eine ganz große Rolle. Ne? Was ist da der sinnvolle Stichtag? Dort Rücksprache mit eurem Steuerberater auch stellen.
Ja, das ist also viele Themen, die du auch erwähnt hast, kann ich auch aus eigener Erfahrung euch allen mitgeben. Die Behörden sind nicht eure Gegner. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, gerade bei dem Umbau bei der Küche. Ich war da in einer langen Diskussion mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle, die ja da auch vorab das begangen haben. Ich sagte, ich bin in der Bauphase, lass uns doch einmal drauf schauen, was ich hier vorhabe. Und die haben halt immer gesagt, was ich machen wollte, nee, das geht nicht, da verstößt man dagegen, die Auflage wird dann nicht eingehalten. Und dann habe ich den Spieß mal umgedreht und habe gesagt, liebe Leute, ihr habt meine Ideen jetzt alle gehört, sagt doch mal, wie würdet ihr es bauen? Und dann war ich in einem sehr spannenden Dialog und konnte denen alles anhand ihrer eigenen Darlegung widerlegen. Und dann haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, ein wirklich sinnvolles Konzept zu machen, was sie auch mitgetragen haben. Wir sagen, ja, hier wird alles gemacht, um den Hygieneschutz einzuhalten, um saubere von dreckigen Bereichen zu trennen. Das ist ein ganz großes Thema. Die Kühlketten können eingehalten werden. Die Lagerflächen sind ausreichend und auch dafür geeignet. So, und deswegen ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, extrem positiv, weil ich von Anfang an in den Dialog gegangen bin. Und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, genauso wie Götz das schon gesagt hat. So, und gerade auch eben in diesem Teamwork, weil wir mit den Behörden, das ist ja ein Thema, jetzt ist die Gastronomie natürlich keine One-Man-Show. So, Götz, und da ist jetzt die Frage, welchen Tipp hast du zum Thema Team? Weil ohne Team wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, absolut. Und du brauchst ja Partner auf dem Weg zum Erfolg. Das heißt, deine Mitarbeiter sind nicht nur Mitarbeiter, es sind Partner auf dem Weg zum Erfolg. Deswegen sollten sie auch deine Werte teilen. Also erstell für dich selber mal ein Leitbild. Wie möchte ich eigentlich hier mit Gästen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Lieferanten, wie möchte ich mit denen umgehen? Ja, und diese Werte teilst du dann hinterher mit deinem Team. Dann beschreib mal die Aufgaben. Deine Mitarbeiter sind die Vertreter für dich, weil du wirst als Unternehmer zukünftig andere Aufgaben übernehmen müssen. Also du bist nicht mehr der Facharbeiter, der beste Koch oder die beste Servicekraft in deinem eigenen Unternehmen, sondern du wirst Leitungsfunktionen haben. Deswegen ist es wichtig, diese Aufgaben genauestens zu definieren. Und anhand der Aufgabenbeschreibung findest du dann, kannst du ein Profil erstellen und kannst genau sagen, das ist mein Idealkandidat für die Besetzung dieser Position. Und dann kann ich natürlich in die aktive Suche gehen. Also Social Media logischerweise. Ich kann bei eBay Kleinanzeigen reingehen und mein Personal suchen. Und je besser diese Rahmenbedingungen vorher definiert sind, desto sattelfester und selbstbewusster kannst du auftreten bei der Suche. Dann mach natürlich auch einen Plan. Was passiert am ersten Tag, wenn der neue Mitarbeiter reinkommt, ja, dann bestelle ich mir natürlich nicht mit dem dicksten Mittagsgeschäft, ja, wenn gerade keine Zeit ist und schmeiße ihm die Schürze hin und sage, so, jetzt fang mal an, sondern den empfange ich in einer ruhigen Minute, teile mit ihm meine Werte, sage, was bei uns wichtig ist. Am besten Fall stellt er ihm einen Buddy zur Seite, der ihm dann hilft und ihn einführt in das, was im Unternehmen abläuft. Und gibt euren Mitarbeitern Perspektiven, zeigt ihnen Ziele auf. Gebt ihnen Verantwortung, ja? Denn die lechzen danach, die möchten Verantwortung tragen. Und je mehr Verantwortung ihr ja abgeben könnt, die Endverantwortung bleibt natürlich bei euch als Unternehmer, aber je mehr Teilverantwortung ihr abgeben könnt, desto mehr Zeit habt ihr für die wichtigen Aufgaben im Leben, nämlich mehr Gäste zu suchen und erfolgreich zu sein als Unternehmer. Da bist du auch direkt schon bei dem nächsten Punkt, den ich da auch ansprechen möchte. Das heißt also, ein normaler Gastronomiearbeitstag, der ist natürlich kein 9-to-5-Job. Also nicht so, wie wir das jetzt mittlerweile haben, dass wir halt eher sagen, wir haben einen geregelten Büroablauf. So, auch wenn wir oftmals bis in die Abendstunden reinarbeiten müssen, um es alles auch zu schaffen. Jetzt ist aber Gastronomie extrem arbeitsintensiv. Also so habe ich es kennengelernt. Es ist egal, wie sehr ich es geliebt habe, auch diesen Stress zu haben und halt auch omnipräsent zu sein, kann das natürlich auch eine ganz große Falle sein. Welchen Tipp gibst du da unseren Gründern mit, was sie da beachten sollen? Ich habe gelernt, in der Gastronomie kannst du nur 60% deiner Zeit tatsächlich verplanen. 40% muss immer Improvisation sein. Das heißt, du musst reagieren können auf das Wetter, auf deine Gäste, auf deine Mitarbeiter, auf das, was in deinem Laden passiert. Aber die 60%, also der größeren Anteil, den kannst du planen. Und da bediene ich mich einer Regel von einem der US-Präsidenten, nämlich Eisenhower, der seine Aufgaben danach sortiert hat, ob sie wichtig oder dringend sind.
Also das heißt, er hat eine Achse gehabt und hat gesagt, je wichtiger die Sachen sind und je dringlicher die Sachen sind, desto eher muss ich sie selber machen. Sind die Sachen nur wichtig, aber nicht dringend, kann ich sie einplanen. Das heißt, dann habe ich einen gewissen Zeitrahmen, in dem ich diese Arbeit und diese Aufgabe erledigen kann. Oder es gibt eben Aufgaben, die sind nicht wichtig, aber dringend. Das sind Aufgaben, die kann ich delegieren an meine Mitarbeiter. Ja? Und danach hat er seine ganze Zeit sortiert. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Delegieren ist das Stichwort. Nutzt eure Partner. Ja? Die wollen Verantwortung übernehmen. Sie muss halt klar delegiert werden, bis wohin ist der Tanzbereich, in dem sie sich aufhalten können. Und dann vermeidet die Zeitdiebe. Zeitdiebe, das sind die Klassiker. Das heißt, wenn ihr gerade dabei seid, wichtiges Bankgespräch vorzubereiten oder eure Liquiditätsplanung zu machen, dann schottet euch ab, macht das in Ruhe. Handy aus, schreibt ein Schild an die Tür. Jetzt bitte nicht stören und bitte dann haltet das auch ein. Denn das raubt euch jegliche Energie. Denkt positiv, auch das ist wichtig. Es gibt immer Tage, wo mal was schief geht, aber ihr habt ein Ziel, ihr habt eine Idee vor Augen, ihr habt eine Vision, wie euer Betrieb aussehen soll und den verfolgt bitte und der soll euch positiv stärken. Und dann gebt, wie gesagt, den Mitarbeitern Perspektiven, gebt ihnen Ziele und nehmt sie mit in die Verantwortung. Aber jetzt dann mal unter uns Gebetsschwestern. Also selbst wenn wir das jetzt alles bedacht haben und ich glaube, das ist eine Frage, die interessiert euch da draußen ganz brennend. Genauso wie die mich irgendwie mal umtrieben hat. So. Und oftmals ist, wenn ich in eine Gründung reingehe, das ist eine Welle von Emotionen und von einer Vielfalt, die auf einen zukommt. Das ist manchmal schwer zu bewältigen. Deswegen ist gerade da dieses Team, was einem begleitet, was einem unterstützt, so immens wichtig für, auf dem Weg zum Erfolg. Aber kann ich denn meinen Erfolg von der Pike auf planen? Das ist, glaube ich, das, was, wenn wir unsere 10 Tipps machen, wie plane ich Erfolg? Ja, Karl, aber genau, du bist ja an dem richtigen Punkt jetzt angelangt. Das heißt, den Erfolg plane ich mit einem Businessplan. Und alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind Komponenten aus einem Businessplan. Das heißt, alles, worüber wir uns jetzt gerade Gedanken gemacht haben, über den Standort, über die Zielgruppe, über meine eigene Qualifikation, meine Motivation als Gründer, das alles fließt in diesen Businessplan hier ein. Und das wird untermauert dann hinterher quasi meinen Zahlenwerk, ja, meine Liquiditätsplanung und damit ist das Ding so sattelfest und gibt euch immer wieder diesen Antrieb, dann auch da mal wieder reinzuschauen und zu sagen, hey, warum habe ich das denn eigentlich gemacht? Also diesen Plan zu erstellen, auch dafür gibt es wunderbare Muster, zum Download im Internet. Ihr findet die beim Bundesministerium für Wirtschaft. Ihr findet die aber auch bei den IHKs vor Ort, bei euch im Ort. Und die stellen genau dieselben Fragen zur Gründerperson. Warum diese Branche? Warum dieses Konzept? Warum dieser Standort? Und so weiter. Das heißt, die Fragen, die wir jetzt hier durchgeackert haben, eben, das sind genau die Fragen, die dort abgefragt werden. Und wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, dann seid ihr sattelfest und selbstbewusst in dieser Thematik. Und dann kann man Erfolg planen. Man muss den Plan nur noch abarbeiten. Ja, Götz, erstmal vielen lieben Dank bis hierher für diese hilfreichen Tipps. Und wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, euch mit Götz einmal zu treffen oder mit einem Kollegen oder Kollegin aus seinem Team der Gastro-Consultants, die euch aktiv unterstützen, sprecht euren Kundenmanager an, geht in eure Metro. Wir sind dafür da, euch auf dem Weg zu begleiten. Also das würden wir sehr gerne tun, um mit euch erfolgreich zu gründen und in die Zukunft zu gehen. Erstmal bis hierhin vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten euch viele neue Impulse mitgeben. Ja, herzlichen Dank. Wirklich, das ist mir eine Freude, weil gerade diese Gründung in der Branche, in meiner Lieblingsbranche, die bedeutet mir sehr viel. Das ist meine Motivation, meine Leidenschaft und ich teile gerne meine Erfahrung auch aus meiner Karriere.